Theateraufführung passiert, die einfach der Macht nicht gefällt. Hanem az alkotók már eleve úgy gondolkodnak, hogy úgy csinálják, hogy ne legyen probléma. Sondern die Theaterschaffenden tun schon präventiv schon so vorbauen, dass wirklich kein Problem entsteht. Das ist bauen schon vor. Tehát elindult az öncenzúra. Die Selbstzensur hat also begonnen. Amit nevezhetünk félelemnek. Die wir, ne? Amit nevezhetünk félelemnek. Ja, dass wir, die wir auch Angst nehmen. Én nem gondolkozom azon, hogy eljött. Ich denke nicht darüber nach, dass ich auswandere, dass ich weggehe. Én ott akarok élni. Ich will dort leben. Ott szeretem. Ott, igen. Ja, dort will ich leben. Frau Nadeli, wie geht es Ihnen? Mir geht's blendend. Erstens sage ich dasselbe wie Robi. Wegen Robi will ich nicht weggehen, zum Beispiel. Oder wegen meiner Freunde, also mein Freundeskreis, meine ganze Umgebung, auch meine Sprache bindet mich an Ungarn. Ich habe es auch versucht, mal sogar in Deutschland zu leben. Das ist einer der besten Orte in Europa, wo man leben kann. Es war sogar Berlin und ich konnte das nicht lange aushalten. Es gibt einfach ganz bestimmte sentimentale Gründe, wo man sagt, es geht einfach nicht. Natürlich sagt man Sachen wie, wenn ein Bürgerkrieg ausbrechen würde oder eine Bürgerkrieg-ähnliche Situation, dann würde ich es nicht aushalten und gehen. Aber das ist wieder so eine schleichende Sache. Man kann nicht sagen, heute ist Bürgerkrieg. In gewisser Weise herrscht schon in der ungarischen Gesellschaft eine kriegsähnliche Situation, zum Beispiel was die Roma-Bevölkerung angeht. Und trotzdem bin ich geblieben und will ich auch bleiben. Ja. Herr Pfeiffer, Sie leben in Wien, aber was raten Sie Freunden und Bekannten aus Ungarn, wenn sie sie fragen, soll ich auswandern, soll ich bleiben? Also wenn ich ehrlich bin, während des Kommunismus habe ich jedem gesagt, der mich gefragt hat, das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren. Heute, wenn mich junge Leute fragen, wo sie ihr Leben gestalten sollen, wenn sie Sprachen können, wenn sie beruflich weiterkommen wollen, dann kann ich ihnen nur den Rat geben, wegzufahren, es anderswo zu versuchen und vielleicht zurückzukehren, sollte es anders werden in Ungarn. Denn für junge Leute ist das ganz schrecklich. Also wenn man irgendwo gerade das Studium fertig hat und dann kommt man nicht unter und dann weiß man, man kann nicht unterkommen, weil es ist wurscht, ob man fähig ist, ob man etwas kann, sondern es kommt darauf an, ein guter Parteisoldat zu sein und der kann auch schlecht sein. Und in dieser Lage, wenn ich jemandem etwas Gutes raten will, dann muss ich ihm raten, geh weg. Weil diesen Kampf, solange es dort keine kritische Masse gibt, die diesen Kampf aufnimmt, ist es ja lebensgefährlich. Ja? Es ist die Lage, also ich sehe die Lage total anders als in Österreich während der Waldheimzeit. Während der Waldheimzeit habe ich mich wahnsinnig gut gefühlt in Österreich. Warum? Weil ich festgestellt habe, Hunderttausende von Österreichern denken so wie ich. Und genau das war auch bei Heider. Und wenn jetzt in Ungarn jemand anders denkt, dann, und insbesondere wenn er nicht in Budapest ist, ja, dann kann er sehr allein sein. Vielen Dank, Herr Pfeiffer. Wir